Hallihallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal nicht ums Essen, aber es geht um vegane Produkte. Und zwar Produkte, nach denen ich relativ lange gesucht habe. Deswegen wollte ich die mal mit euch teilen, damit ihr euch die Suche vielleicht sparen könnt. Es geht zum einen um vegane Barfußschuhe und um vegane Portemonnaies mit RFID-Blocker oder NFC-Blocker drin. Was das genau ist, werde ich gleich noch erklären. Wir fangen mal an mit den veganen Barfußschuhen. Es ist so, ich komme jetzt langsam in die Jahre, ich bin jetzt 41 Jahre alt und ich stehe relativ viel momentan. Ich drehe ja für andere Leute auch viele YouTube-Videos und da arbeite ich auch als Kameramann. Da stehe ich manchmal 10, 12 Stunden am Tag, gehe in die Knie, gehe wieder hoch, hock mich hin. Und da habe ich jetzt letztes Mal wirklich richtig die Probleme gekriegt. Mit diesen Schuhen hier, mit diesen Nike Freeze, die hatte ich mir letztes Jahr mal gekauft, bin ich so ganz gut klargekommen. Aber wie ihr seht, das sind noch relativ harte Schuhe und das ist so ein Zwischending aus normalem Schuh und einem Barfußschuh. Das war so mein Einstieg in dieses Thema, war ganz gut, hatte sich deutlich besser getragen. Ich hatte dann letztes Mal im Winter noch, also als es noch kälter war, so ein bisschen Winterstiefel ältere an bei einem Dreh und abends hatte ich blutige Füße. Das war echt extrem. Also da habe ich gemerkt, irgendwas muss ich ändern. Ich habe dann lange gesucht und hatte dann bei einem Video gesehen von so einem Outdoor-Kanal, der heißt Sackis Welt oder so. Nee, also ich verlinke euch mal das Video von ihm am besten mal unten. Sackis Outdoor Gear, keine Ahnung, auf jeden Fall, der hatte Barfußschuhe für draußen vorgestellt, weil ich hatte mir die Barfußschuhe schon gekauft, als es noch recht kühl war. Und ich hatte mir diese hier bestellt, die Soul Runner. Das sind so hohe, so Halbstiefel. Aber wie ihr seht, guckt euch das mal an. Ihr könnt das hier so total zusammenknautschen. Und das sind ja so relativ hohe Schuhe. Und das Geile an denen ist, die haben zum einen hier ein Fußbett drin, was man natürlich im Sommer rausnehmen kann. Ja, so aus einer Filzeinlage. Die sind natürlich auch vegan, das war mir ja ganz wichtig. Was aber geil ist, die haben so Pulswärmer für die Füße hier hinten drin, die man halt auch rausnehmen kann im Herbst oder im Sommer. Hier so, so eine Art Vlies. Ja. Und so kann man die halt auch im Sommer anziehen. Ich komme mal ein bisschen näher, zeige euch das mal, wie die so aussehen. Also schwarz mit so roten Streifen drauf. Ich glaube, die heißen Vario 2. Ich kann euch die ja mal verlinken. Ich habe auch sehr viele Informationen damals gefunden auf einem Portal, das heißt barfußlaufen.tv. Da stehen die ganzen Gründe drin, warum man barfuß laufen sollte. Und das ist richtig geil. Ich habe damit ganz viele Touren gemacht, so im Wald spazieren gegangen, teilweise 5, 6, 7 Kilometer mitgelaufen, hat super gut funktioniert. Also ich liebe diese Schuhe. Jetzt waren die mir hier so ein bisschen zu, ja, klobig für den Sommer, Frühling, Sommer. Hab mir jetzt mal die hier gekauft, erstmal nur fürs Büro, hab die jetzt aber auch draußen an. Das sind so ganz leichte Schuhe. So sehen die aus. Sind auch schon ganz gut draußen benutzt worden. Sind sehr, sehr dünn. Kann man sehr gut so knautschen. Und auch hier kann man das Fußbett rausnehmen, wenn man das möchte. Auch komplett vegan. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, jetzt habe ich vegane Schuhe. Ich habe Barfußschuhe. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich werde mir nie wieder sehr wahrscheinlich richtige Schuhe kaufen, außer ich mache mal irgendwie eine Tour im Gebirge. Da wären die dann wahrscheinlich ein bisschen zu wenig geschützt an den Knöcheln oder so. Aber ansonsten bin ich super zufrieden damit. Ich hatte letzten Drehtag, der war auch irgendwie 14 Stunden lang, hatte die hier an. Und als ich ausgezogen habe, war es so, als ob ich überhaupt nicht unterwegs gewesen wäre. War absolut super. Wichtig ist, dass die Schuhe halt genug Platz haben. Die sind ziemlich breit hier, diese Soul Runner. Die sind geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare unten schreiben, was ihr so für Marken benutzt. Würde mich auch mal interessieren. Ich habe auch von den Luganos schon gehört und so. Das sind so eine Art Strümpfe, aber ich fand die jetzt hier super. Schreibt dann nochmal rein, was ihr so habt. Ich kann Ihnen empfehlen, probiert das mal aus, Barfußschuhe. Für mich eine Offenbarung. Wir werden unseren Kindern jetzt auch demnächst mal welche kaufen und vielleicht wachsen die dann komplett mit Barfußschuhen auf. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, das muss ich nochmal extra drehen. Und zwar, wenn man in diesen Schuhen hier läuft und hat nasse Füße, dann sieht man den Fußabdruck und das zeige ich euch gleich nochmal. Das ist mega beeindruckend. Trotz Socken und diesem Vlies hier drin, dieser Sohle, sieht man den Fußabdruck, wenn man irgendwie durch Schlamm läuft oder jetzt, ich mache es jetzt halt mit Wasser, finde es sehr geil. Also das ist für mich absolutes Muss.
Zum Zweiten, ich hatte war ja der Marlon von Raw Future zu Besuch. Wir hatten uns ein bisschen unterhalten, auch über andere Dinge als vegane Ernährung. Und da sind wir auf das Thema neuer Personalausweis gekommen, RFID-Chips und NFC-Chips. Und mir war das komplett neu, das Thema, weil ich ja gar keine Nachrichten gucke und hatte mich dahingehend noch nicht informiert. Ich wollte euch mal zeigen, das hier ist mein neuer Personalausweis. Ich habe das abgeklebt hier. Was irgendwie die Nummern, damit ihr das nicht seht, ja. Und jetzt hat er mir gesagt, der Marlon, da ist ein Chip drin, der trackbar ist und der auslesbar ist. Und ich wollte ihm das nicht glauben, aber ich will euch das mal zeigen. Wo ist er denn? Hier. Wenn man mit der Taschenlampe dahinter geht, sieht man das ziemlich genau. Hier seht ihr, dass hier so ein Chip drin ist. Ich nehme den mal, das Taschenlampenlicht mal weg und nehme es mal wieder dazu. Hier, da seht ihr diesen Chip. Und so ist er halt nicht zu sehen. Mittlerweile ist es auch so, dass diese Chips, ich glaube, es sind RFID-Chips, NFC-Chips, verschiedene Frequenzen, die da abgefragt werden können. Die sind ganz vielen Kreditkarten jetzt drin, Kundenkarten und so weiter. Und auch in Kleidung leider. Ja, da kann man wenig gegen tun, wenn es rausschneiden geht manchmal. Und da habe ich jetzt nach Portemonnaies gesucht, die ein RFID- oder NFC-Blocker eingenäht haben. Das Schlimme war, dass es vegane Portemonnaies überhaupt fast gar nicht gibt. Ja? Und ich habe jetzt zwei gefunden. Einmal für mich habe ich ein neues Portemonnaie gefunden und einmal für die Alexandra. Die muss ganz viel Zeug mitschleppen mit den Kindern. Das wollte ich euch noch mal kurz zeigen, diese beiden hier und die blockieren quasi das Auslesen dieser Karten, vor allem halt auch durch Leute, also teilweise kann man das mit dem Handy sogar auslesen, müsst ihr mal eingeben, RFID, Klau oder sowas bei YouTube, da findet ihr lauter Videos, wo wirklich mit Handys Kartendaten von Kreditkarten ausgelesen werden können am Körper. Also mir war es jetzt ganz wichtig, hier ein veganes Portemonnaie zu haben. Und diese beiden sind hier aus Cordura, das ist so eine Art Nylon. Und ich wollte euch das nur mal kurz zeigen. Ich verlinke euch die auch mal in der Infobox, weil ich habe irgendwie zwei Tage gesucht, bis ich welche gefunden habe, die für mich gepasst haben. Das hier ist jetzt mein Portemonnaie. Ich weiß die Firma gar nicht. Ich verlinke euch das aber unten mal. Hier ist ein Symbol, sagt mir aber nichts. Ich glaube, es ist von... keine Ahnung, ich weiß es nicht, egal. Das ist aus Cordura, also aus Nylon. Und hier kommen relativ viele Karten rein. Das fand ich ziemlich gut. Hier so die Kundenkarten und die EC-Karten und Mastercard und sowas. Dann ist hier zum Glück noch ein Münzfach. Das ist auch nicht so einfach zu finden. Und hier sind dann noch zwei Geldfächer drin. Die fand ich gut. Hier ist mein alter Führerschein. Den möchte ich auch nicht hergeben. Ja, und das ist ganz gut, trägt ein bisschen mehr auf als so ein Lederportemonnaie, ist aber sehr praktisch und ja, ist sehr zu empfehlen. Das ist jetzt das Portemonnaie oder irgendwie das, ja, so eine Reisebeutel für die Alexandra. Hier hinten ist noch so ein Reißverschluss drin. Hier kann man noch was reinstecken, irgendwelche Einkaufszettel, das fand ich auch ganz praktisch. Und ja, hier ist halt mega viel Platz drin. Hier kann man hier ganzen Gesundheitskarten reinmachen, Kreditkarte, Visitenkarten, Rabattcoupons. Hier ist ein Reißverschluss und hier nochmal was zum Reinstecken. Also das war sehr cool, halt eher größer für die Handtasche der Dame, ja, oder Handtasche der Herren. Ich hätte manchmal auch gerne eine Handtasche, das wäre ganz cool. Also das nur mal so als Tipp. Diese beiden Dinger haben jetzt quasi alte Portemonnaies ersetzt. Ich hatte ein ganz altes Lederportemonnaie, was sehr gut gehalten hat, aber ich habe das jetzt abgelöst durch dieses vegane Portemonnaie. Ja, das wollte ich euch unbedingt nochmal mitteilen. Also vegane Barfußschuhe unbedingt mal ausprobieren und vegane Portemonnaies, falls ihr ein neues braucht. Ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, man schmeißt das alte weg, nur ohne Grund. Aber hier mit diesem RFID-Kram müsst ihr unbedingt mal schauen, dass ihr eure Karten schützt. Es gibt auch so Schutzhüllen, da kann ich euch vielleicht auch nochmal ein, zwei Links unten reinpacken. Für diese Karten, wenn ihr dann wisst, welche diese Chips haben, dann steckt ihr die einfach in so eine Schutzhülle, die kostet dann auch ein paar Euro und dann sind wenigstens diese einzelnen Karten geschützt. Mir war es halt jetzt wichtig, komplett ein Portemonnaie zu haben, weil es gibt teilweise jetzt Scheine sogar, habe ich gehört, wo RFID-Chips drin sind, also Geldscheine. Da auch aufpassen, im Prinzip kann jeder Laden, jeder kann das auslesen und wenn das alles irgendwie vernetzt ist, heutzutage ist ja alles vernetzt, dann hast du ein komplettes Bewegungsprofil und ich finde nicht, dass andere Leute es angeht, wo ich was einkaufe, wie ich was einkaufe. Ich habe auch eine Payback-Karte, da bin ich natürlich dann auch sehr gläsern bei so ein paar Geschäften, aber dafür kriege ich dann auch 1% Rabatt sozusagen
Und das ist dann der Preis, den ich dafür zahle. Das finde ich dann auch in Ordnung, ja, wenn man was dafür kriegt. Aber ich möchte halt nicht, dass andere Leute an meine Daten kommen. Kommen sie eh, aber trotzdem ein bisschen schützen ist wichtig. Aber auch mit dem Personalausweis konnte ich nicht vermeiden. Der alte war abgelaufen und ich brauchte einen neuen. Man braucht einen, man muss ihn aber nicht mitführen. Das ist noch so ein Tipp. Und ja, keine Ahnung, gibt es andere Leute, die kennen sich besser aus, was man dann noch tricksen kann. Man kann das Ding auch, darf ich das sagen? Es gibt Leute, die das illegalerweise, diesen Chip in der Mikrowelle kaputt machen. Ja, ich würde das natürlich nicht machen. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen habt ihr bestimmt nach dem Video, schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.